muss jetzt nur sind wir am Anfang unserer Wanderung. Das sind die Forststraße vom Forsthaus Salepp bis zum Albert-Linkhaus und Blecksteinhaus runtergelaufen. Und wie hieß die Alm? Weizinger Alm hieß die. Da geht der Wanderweg in den Pfannengraben rein. Und jetzt geht's los. So, das ist jetzt der obere Teil vom Pfannengraben. Ich bin wieder so gesagt. Und es sind nur ungefähr 3 Stunden bis zum Gipfel. Das ist eigentlich total schön hier. Schöner Start. Und ganz ruhig, keine Leute. Sind jetzt so auf mittlerer Höhe, Hälfte der Wegstrecke, und Achim hat gerade das Wetter aufgerissen und jetzt sieht man schon ein bisschen was. Und wunderschöne Wolkenformationen und 1,5 Stunden ungefähr noch, und da geht es jetzt dann noch hier hoch die Richtung. Jetzt sind wir oben am Rotwandhaus, 1906 erbaut von der Sektion München, und schwenken hier einmal komplett rüber. Hier oben ist das Gipfelkreuz der Rotwand. Und das ist jetzt die folgende Kette. Ganz links ist dann der Taubenstein. Ja. Und hier haben wir das Rotwandhaus. Jetzt sind wir oben am Rotwandhaus. Unser Süppchen gegessen. Und jetzt geht es noch auf den Gipfel rauf. Das ist der Blick von hier oben. Und das ist das Tal. Wo wir jetzt gleich rüberkommen, dass wir heraufgegangen sind. Sehr empfehlenswerter, ruhiger Wanderweg über diesen Pfannengraben. Ja, und da sieht man rüber in die Tiroler Berge. Das Wetter hält.
Jetzt sind wir auf dem Gipfel und es ist immer noch schönes Wetter, wunderbar. Und das ist jetzt der Rundblick, da geht es jetzt dann rüber zum Taubenstein. Von hier aus sehr hübsche Gegend, kann man nur empfehlen. Jetzt sind wir über den Rücken von der Rotwand runter und hier in der Mitte vom Bild ist dann der Taubenstein. Da sind wir gerade im Anmarsch drauf. Links unten in der Mulde sieht man Eckerl vom Spitzingsee, darüber die Brecherspitze und hier links, das ist Suben und Rosskopf und auf der linken Seite hier als Abschluss der Stolzenberg. Und hier hinten geht es ins Valepp rein. Das ist das Tal der Brandenberger Ache. Und ganz hinten in den Wolken ist das Rofangebirge. So, von da hinten kamen wir, das ist die Rotwand und jetzt sind wir oben auf dem Taubenstein. Geht's entsprechend zu, weil hier natürlich jede Menge Almen sind und hier auch die Seilbahnbergstation ist. Und von da aus geht's dann hier vorne runter und da sieht man kleines Eckerl vom See.